Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und im Namen der Hypos Finanzplanung darf ich Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Online-Konferenz begrüßen. Der Kapitalmarktdialog hat das Ziel, Ihnen einmal im Monat einen Überblick über die internationalen Kapitalmärkte zu verschaffen. Hierbei versuchen wir uns nicht nur auf Themen zu fokussieren, die Sie ohnehin in den täglichen Medien und den Nachrichten nachlesen können, sondern wir versuchen etwas über den Tellerrand hinauszuschauen und vor allem auch vieles so einzuordnen, wie es aus der Anlegerperspektive Sinn macht. Grundsätzlich haben Sie die Möglichkeit, jederzeit Fragen zu stellen. Sie können hierzu die Funktion nutzen, die Sie über die Kontrollleiste angezeigt bekommen. Und sofern es an der jeweiligen Stelle Sinn macht, gehe ich gerne direkt auf die Frage ein. Und sofern es sich im weiteren Verlauf anbietet, kommen wir dann später zu der jeweiligen Frage, weil häufig ist es so, dass Sie Fragen stellen, zu denen ich ohnehin später noch einen Chart zeige. Und dann gehe ich natürlich an dieser Stelle darauf ein, damit das Ganze auch nochmal visuell etwas untermalt ist. Grundsätzlich haben wir natürlich die Thematik, dass wir häufiger diskutieren können, aber wenn es dann sich etwas zu lange hinzieht, dann werde ich das auf die private Ebene verlagern, damit die große Runde hier insgesamt nicht zu lange gebunden wird. Grundsätzlich sollten Sie bereits meinen Bildschirm sehen können. Ton, sagen wir, die Kollegen, ist auch in Ordnung. Von daher können wir dann ins Thema einsteigen und wir beschäftigen uns natürlich mit dem großen Thema Brexit, das Ende der Europäischen Union, der Zerfall der Euro-Krise, der Euro. Staatengemeinschaft, es wird ja sehr viel diskutiert. Wir hatten dazu heute Mittag eine Online-Konferenz, unser Lunch-Update, also das Format, das wir gerne nutzen, wenn ein sehr fokussiertes Thema mit einem engen Zeitbezug besprochen werden soll. Und dieses Webinar haben wir Ihnen aufgezeichnet. Sie können das auch im Chatverlauf sehen. Das ist der zweite Link, den ich hier eingeblendet habe. Der erste Link führt zu einem allgemeinen Artikel zum Thema Investieren. Und der zweite Link, der führt auf das angesprochene Webinar von heute Mittag, wo es rund 20 Minuten nur um das Thema Brexit ging. Aber ganz ausblenden möchte ich an dieser Stelle natürlich nicht. Aber wie auch heute Mittag angesprochen, heute soll es ja eher auch das große Bild sein, was wir jetzt betrachten und weniger nur dieses fokussierte Thema Brexit. Nichtsdestotrotz, an dieser Stelle möchte ich mal eine Kurzumfrage durchführen und das natürlich ganz klar. Glauben Sie, dass es zum Brexit kommt? Und schauen wir mal, wie Sie das hier abstimmen. Sie müssen also alle eine entsprechende Mitteilung bekommen. Dann können Sie jetzt entweder anklicken, ja oder nein. Und dann schauen wir mal an, was die Meinung ist, die wir hier in der Runde entsprechend vertreten. So, meine Damen und Herren, das Ergebnis ist relativ eindeutig. 25% der Teilnehmer haben gesagt, ja, es kommt zum Brexit. 75% der Teilnehmer haben gesagt, nein, es wird nicht zum Brexit kommen. Also, wenn wir das mal so betrachten, dann würde ich sagen, Sie haben sehr gut die Stimmung wiedergegeben, die an den internationalen Kapitalmärkten bis vor einigen Tagen vorgeherrscht hat. Also man hat das Thema zwar gesehen, es wurden sehr, sehr viele Analysen geschrieben, es wurden sehr viele Meinungen abgegeben, jede Fondsgesellschaft, jeder größere Vermögensverwalter hat sich hierzu entsprechend geäußert. Und wenn man sich diese Analysen anschaut, dann sind die wirklich sehr sachlich. Es geht dort über die volkswirtschaftlichen Schäden, es geht über ein mögliches Rezessionsrisiko für die Europäische Union als Ganzes. Auf der sachlichen Ebene wird also viel erläutert, aber wenn man sich die Umfragewerte anschaut, die sie aus den Wettbüros bekommen oder von telefonischen Umfragen, dann muss man sagen, dass der Kapitalmarkt sich doch mittlerweile hat etwas verunsichern lassen und dass man diese Brexit-Thematik mittlerweile doch mit einer größeren Wahrscheinlichkeit sieht, als man das vorher angenommen hat. Also, wenn wir uns einmal die Fakten kurz betrachten, dann würde ich sagen, die allgemeine Erwartungshaltung, die sieht so aus, dass wenn es nicht zum Brexit kommt, dann haben wir im Endeffekt eine Festigung des Status quo. Und das schauen wir uns noch im Detail an, welche Punkte wir da für relevant halten. Aber auf der kurzen Sicht bezogen auf die Entscheidungen in der nächsten Woche, klar, sollte es wirklich zu dem Brexit kommen, dann stellt sich natürlich die Frage, wie wird denn das, was hier entschieden wurde, auf der politischen Ebene umgesetzt? Wie soll die weitere Zusammenarbeit zwischen EU und Großbritannien ausschauen? Wie sieht dann eine Zusammenarbeit zwischen den USA und Großbritannien aus? Also gibt es ja viele Themen, die dann mit reinspielen. Das Thema Vertrauensverlust ist meines Erachtens ein großes Thema, was wir
dann zu berücksichtigen haben, weil wir vor allem auch eine Vorbildfunktion für weitere Staaten haben könnten, weil sie, wenn Sie in die Umfragewerte schauen, in verschiedenen Ländern, und es geht darum, wie zufrieden ist man mit dem Thema Europäische Union oder welchen Nutzen sehen die Bewohner der einzelnen Nationalstaaten aus der Teilnahme ihres Landes an dieser Staatengemeinschaft, dann stellt man in vielen Fällen fest, das Bild ist eher negativ, man sieht eher Nachteile als Vorteile, und ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig ist für die Menschen zu unterscheiden zwischen den Problemen, die wir grundsätzlich haben aufgrund einer alternden Bevölkerung in Europa, aufgrund der Demografie, die eben gegen uns läuft, aufgrund der Tatsache, dass wir einen digitalen und einen technologischen Fortschritt haben, der perspektivisch wahrscheinlich noch Arbeitsplätze kosten wird. Sie sehen das an verschiedenen Stellen, ob das neue Geschäftsmodelle sind wie Airbnb, wo Sie ja Wohnungen quasi ja direkt mieten können, oder Uber, dieser Taxidienst. Am Ende des Tages sorgt diese technologische Entwicklung dazu, dass an vielen Stellen in der Wirtschaft fällt der sogenannte Middleman, der Mittelsmann weg. Sprich, in der Taxizentrale fallen Arbeitsplätze weg, weil das wird jetzt zentral über die Technik gemacht. Oder eben bei Uber, ja, da fallen halt Hotelbuchungsportale respektive andere Dienstleister weg. Und das sehen wir in sehr, sehr vielen Bereichen, und vieles davon wird auch unter anderem auf die EU projiziert, wo man sagt, ja, die EU bringt eigentlich keinen Mehrwert, und in der Kombination mit der Uneinigkeit und dem teilweise stümperhaften Vorgehen zur Bewältigung der Flüchtlingskrise und auch den Nachwehen der nicht stringenten Vorgehensweise zur Reparatur der Folgen aus der Finanzkrise, sehen wir da ein ganz, ganz großes Thema. Und man kann nun diskutieren, wie diese Zersetzungstendenzen, die wir doch an vielen Stellen in Europa sehen, wie die weitergehen, wenn wirklich ein so wichtiges Gebilde wie das Vereinigte Königreich von Großbritannien hier aus der europäischen Staatengemeinschaft ausscheiden würde. Aber ich glaube, wenn wir über diesen Tag hinausschauen, und selbst wenn wir sagen, es kommt zu einem Nein und man würde den jetzigen Status quo festigen, dann glaube ich, dass wir das Thema haben, dass wir diese Kettenreaktion haben, die man erwartet bei einem Ja zum Brexit. Aber dass wir diese Vorbildfunktion auch bei einem Nein haben werden, einfach aufgrund der Tatsache, dass auch bei einem Nein, also sprich bei einer unveränderten Situation zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich, dass diese anderen Themen, die ich angesprochen habe, dieses Thema Jobsicherheit, dieses Thema Arbeitsplatzentwicklung, das Thema Löhne und auch die große Thematik, dass scheinbar die Mittelschicht und auch die untere Mittelschicht eher auch abgehängt werden von der allgemeinen Entwicklung, dass man feststellt, dass dieses Thema steigender Wohlstand nicht mehr alle Schichten gleichzeitig nach oben befördert. Das werden meines Erachtens Themen sein, die werden uns lange über diese Woche hinaus begleiten, und von daher glaube ich, das sollten wir an dieser Stelle nicht ganz vergessen und uns nicht zurücklehnen, sofern die Briten hier nächste Woche für einen Verbleib sich aussprechen sollten. Grundsätzlich aus der Anlegerperspektive, der Fokus der Marktteilnehmer, wenn der sich mehr auf den Brexit richtet oder auf den Remain, also das Drinbleiben. Sie sehen, es geht in sehr, sehr starken Bewegungen. Es gibt eine neue Umfrage, es gibt eine neue Meinung, die über die Wettbüros abgeleitet wird. Da gibt es ja sehr, sehr viele Analysen, die betrieben werden. Wie sehen die Google-Stichwörter aus, die eingegeben werden? Also man kann ja heutzutage in dieser digitalen Welt, die können ja alles auswerten und überall etwas reininterpretieren, also ein bisschen wie in der Oberstufe, wenn Sie sich erinnern, wenn Sie Texte und Bücher interpretieren mussten, da gab es ja ganz wilde Konstellationen, und so ein bisschen ist das momentan hier auch, wir haben eben sehr viel Daten, also kann man auch sehr viel auswerten und interpretieren. De facto aber, wenn der Fokus der Marktteilnehmer eher auf einer höheren Wahrscheinlichkeit für einen Brexit liegt, dann sieht die Kette so aus. Wir haben ein Risk-Off-Szenario. Risk-Off-Szenario heißt, Wachstumstitel werden verkauft, also sprich, Aktien und Ähnliches werden abgestoßen. Es gibt eine Flucht in sichere Anlagen, in die sogenannten Safe Havens. Die werden also im Preis noch teurer, und in der Konsequenz, so zumindest unsere Meinung, prallte diese Flucht in Sicherheit, die die Anleger vornehmen, die prallt auf ohnehin eine angespannte Situation, wo eigentlich gar nicht genügend sichere Kapitalanlagen am Markt verfügbar sind. Wir hatten ohnehin schon einen massiven Anlagenotstand aufgrund der sehr niedrigen Zinsen und aufgrund der Interventionen der Europäischen Notenbank. Und jetzt werden die Preise für Sicherheit immer noch höher, weil immer mehr Anleger sagen, oh, wenn Brexit wirklich ein Thema wird, dann bin ich bereit, noch eine größere Prämie zu bezahlen,
um eben in einer sicheren Kapitalanlage investiert zu sein, wie zum Beispiel deutschen Staatsanleihen. Und wie gesagt, in der Endkonsequenz, der Preis für sichere Anlagen, der kann natürlich dramatisch zu hoch werden. Und dementsprechend, wenn der Preis heute zu hoch ist, dann ist der erwartete Ertrag für die Zukunft eben extrem niedrig, respektive in vielen Bereichen des sogenannten sicheren und konservativeren Kapitalmarkts sogar negativ. Im Gegenzug dazu, wenn der Fokus der Markt dann immer wieder darauf wechselt, dass man sagt, ja, die Briten, die werden schon drin bleiben, Remain ist das aktuelle Thema, weil sie werden es doch nicht tun, dann sehen wir eine andere Kette, dann sehen wir ein Risk-on-Szenario, zumindest temporär, dann sucht man wieder Risiko, dann wird man Absicherungspositionen auflösen und über diese Wechselwirkung zwischen den sogenannten Future-Märkten, wo auch häufig Absicherungen natürlich dargestellt werden und dem traditionellen Wertpapiermarkt, dem sogenannten Kassamarkt, haben wir dann im Endeffekt steigende Kurse, also Risk-on-Szenario. Es gibt eine Erholungsrallye bei diesen sogenannten Wachstumswerten. Das würde wohl auch dazu führen, dass das britische Pfund, was jetzt stark abgewertet hat, wieder aufwerten würde. Also vieles der Themen, die wir jetzt kurzfristig gesehen haben, die würden sich dann tendenziell wieder umdrehen, wobei man sich auch durchaus fragen muss, werden die sicheren Geldanlagen deswegen auch wieder günstiger oder haben nicht vielleicht auch nur große Marktteilnehmer aus Cash umgeschichtet von Banken in Staatsanleihen, weil wenn sie heute auf 100 oder 200 Millionen Cash sitzen in einer Firma, also sprich einem Unternehmen, das sein Geld nicht damit verdient, dass es am Kapitalmarkt Renditen generiert, sondern dass durchaus attraktive Margen im operativen Geschäft generiert, dann ist es Ihnen relativ gleich, ob Sie heute einen Strafzins von 0,4 oder 0,5% bei der Bank zahlen oder ob Sie eine deutsche Bundesanleihe kurzer Laufzeit kaufen und dort 0,4 bis 0,5% Strafzins in Anführungsstrichen in Form negativer Renditen zahlen. Weil eins ist klar, wenn es zu einem systemischen Event kommt, zu einem Brexit mit Folgen, die niemand wirklich abschätzen kann, da müssen wir ganz ehrlich zu uns selbst sein, dann will sich niemand vorwerfen lassen, dass er dann zu viel Geld bei der Bank hatte und dementsprechend geht durchaus mal Geld von der Bank in die Staatsanleihen rein und schauen wir mal, ob das Geld dann wieder zurückkommt, wenn die Brexit-Thematik sich legt. Ich habe dann so ein bisschen meine Zweifel, von daher könnten wir diesen Push in Richtung Sicherheit durchaus noch als paralleles Phänomen haben zu einer Erholung der Wachstumswerte. Grundsätzlich aber natürlich, wenn das mal abgeschlossen ist, diese kurzfristige Erholungsrallye, dann haben wir viele Probleme. Sie erinnern sich an die Grafik vorne dran. Wir haben diese nationalstaatlichen Tendenzen, die stärker werden. Und das wird sich nicht dadurch lösen, dass Großbritannien nächste Woche sagt, ja, wir bleiben drin. Diese Themen werden uns dauerhaft begleiten. Sie haben die Demonstrationen in Frankreich gegen die Arbeitsmarktreform gesehen. Wir haben in der Europa ein sehr aufgeblähtes Sozialsystem, das auch nicht nachhaltig finanzierbar sein wird, auf Basis der aktuellen demografischen Entwicklung. Also sehr, sehr viel große Themen und ich glaube nicht, dass es die Politik schaffen wird, das so zu erklären, dass es für die Leute nachvollziehbar ist. Am Ende des Tages leben wir in einer Demokratie, jeder hat eine Stimme und in der Kombination aus der Bevölkerungsentwicklung in Sachen Alter plus diesen Herausforderungen ist, glaube ich, das Thema Bestandswahrung für viele wichtiger als die Investitionen in die Zukunft. Und vor dem Hintergrund glaube ich, diese alten Themen, da bin ich durchaus auch skeptisch, die werden uns weiter begleiten. Nichtsdestotrotz, es gibt aber auch Chancen, das auch mal als kleinen Hinweis, wenn die Verunsicherung im Kapitalmarkt steigt, dann steigt die sogenannte Volatilität, also die erwartete Schwankungsbreite am Markt. Und es gibt durchaus Anlagestrategien, die davon profitieren, wenn die Verunsicherung gestiegen ist. Ein Beispiel sind strukturierte Anlagen. Das können zum Beispiel Discount-Zertifikate sein. Ich habe es mal exemplarisch rausgepackt, bewusst auch ohne Wertpapierkennnummer, da es natürlich nur ein allgemeines Thema ist. Aber ich wollte Ihnen das mal zeigen, dass sich das doch stark verändert hat. Sie sehen es hier, wenn Sie sagen, okay, ich bin bereit, europäische Aktien, ich glaube, die Angst ist ein bisschen übertrieben. Dann sieht es momentan so aus, dass Sie momentan eine Rendite von rund 8,4% realisieren können und das sogar mit einem Sicherheitsabschlag im Vergleich zum aktuellen Marktniveau von rund 15%. Also sprich, dadurch, dass ich eine Volatilität verkaufe, eine Schwankungsbreite verkaufe, bekomme ich einen Discount, ich steige heute günstiger ein und wenn ich günstiger einsteige, dann führt natürlich selbst der Sachverhalt, dass der Markt unverändert bleibt, dazu,
dass ich noch eine positive Rendite generiere. Und dieser Discount und die resultierende Seitwärtsrenditen und die maximalen Renditen, die sind immer umso attraktiver, je höher die angenommene und erwartete Schwankungsbreite ist. Also von daher, das ist ein wesentliches Thema. Verunsicherung führt auch immer zu Chancen. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Man muss nur dann natürlich in der Lage sein, in dieser Verunsicherungsthematik selbst auch gefestigt genug seine hier sich entsprechend zu engagieren. Aber man kann jetzt nicht pauschal sagen, eine steigende Verunsicherung ist schlecht für alle Anlagestrategien. Nein, man muss das so sagen. Wir hatten eine Phase, in der die Unsicherheit künstlich niedrig war, da man sich sehr stark auf die Notenbanken verlassen hat und dann hat gesagt, die wird es schon richten, wenn es schwierig wird. Jetzt kommt die Verunsicherung dazu und jetzt kommen wir mal langsam auch in eine Verunsicherungsniveaus, die vielleicht auch mal wieder ein bisschen gesünder sind und dementsprechend sind auch Anlagestrategien, die lange Zeit unattraktiv waren, werden jetzt wieder ein bisschen attraktiver. Also das mal als Beispiel. Grundsätzlich gilt auch das als Exkurs. Fokussieren Sie sich bitte auf das, was Sie selbst kontrollieren können. Ich weiß, man lässt sich sehr einfach verrückt machen mit ständigen Push-Nachrichten, mit dem ständigen Blick ins Depot. Wenn Sie heute eine Nachricht bekommen, dann können Sie ja direkt online in den Depot schauen, können betrachten, wie wirkt sich das auf meine Aktien aus. Sie haben Apps, um Ihr Depot laufend mit Risikolimits zu versehen. Also eine tolle Entwicklung hier auf der technologischen Seite. Aber ich glaube, wie in vielen anderen Bereichen sind wir gar nicht in der Lage, mit dieser ständigen Informationsversorgung so umzugehen, dass sie uns wirklich einen Mehrwert bringt im Sinne besserer Entscheidungen. Und deswegen aus unserer Perspektive ganz wichtig, die Auseinandersetzung mit der finanziellen Risikobereitschaft, ein wissenschaftliches Persönlichkeitsmerkmal, das man messen kann. Und ich habe es hier mal dargestellt, wie das aussehen kann. Es gibt einen Online-Fragebogen, 25 Fragen. Dann haben Sie direkt auch die Einschätzung dazu. Das ist ein PDF, was sich dann direkt bei Ihnen öffnet. Und wenn Sie dann möchten, haben Sie die Möglichkeit, das mit uns zu besprechen. Und was wir jetzt auch ja mal neu anbieten für Nichtkunden, zumindest mal für eine gewisse Anzahl, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, mal zu sehen, wie kann eigentlich sowas aussehen, das mit Ihrem bestehenden Depot abzugleichen und zu schauen, passt eigentlich Ihr jetziges Depot zu Ihrer finanziellen Risikobereitschaft, weil es macht natürlich Sinn, sich davor einer starken Marktbewegung mit sowas zu beschäftigen, um eine strategische Perspektive zu bekommen. Auch das können Sie nachher im Feedback-Formular anfordern, die Zugangsdaten zum Thema finanzielle Risikobereitschaft. Also die Message ganz klar. Fokussieren Sie sich weniger auf das, was niemand weiß. Das ist die Zukunft. Wir können heute eine Münze werfen, ob es zum Brexit kommt, ja oder nein. Wir haben jetzt heute gemeinsam eine Wahrscheinlichkeit von 75% Nein zu 25% Ja ermittelt. Ist nicht besser oder schlechter als alle anderen Analysen, die Sie hören auch. Aber gut. Schauen wir ins Handwerkliche mit rein. Welches Risiko kann in Ihrem Depot stecken? Ich kann jetzt nicht auf einzelne Werte natürlich eingehen, aber was ich Ihnen mal zeigen möchte, ist zum Beispiel, dass Sie im globalen Aktienmarkt haben Sie einen Anteil von Werten aus Großbritannien von rund 6,55%. Sind Sie fokussierter investiert, weil Sie sich zum Beispiel ein Indexzertifikat oder ein Indexfonds aus dem Stock 600 gewählt haben, dann haben Sie schon 27% Anteil aus Großbritannien. Also die Botschaft soll an dieser Stelle sein, es gibt sehr, sehr viele Strategien, die auf europäischen Aktien basieren. Und häufig ist nicht immer hundertprozentig klar, welches Europa ist denn gemeint. Ist es die Eurozone? Ist es Europa? Es gibt auch Europa ex-UK. Also es gibt einen bunten Strauß an Anlagestrategien und Anlagevehikeln und man sollte natürlich gerade in einer solchen Phase sich mal damit beschäftigen, was habe ich eigentlich? Ich habe Ihnen das da auch nochmal gezeigt. Bei unseren strategischen Vermögensverwaltungen, wie sieht das eigentlich aus? Wie haben wir das gerechnet? Wir nehmen jetzt hier mal diese Strategie Faktor Depot, da sehen Sie auch, okay, wir haben einen Anteil von 6,5% Großbritannien im MSCI World, der ist mit drin. Der MSCI World macht 17% der Strategie aus und wenn man das dann miteinander multipliziert auf die Gesamtstrategie, dann sieht man, okay, der Anteil der Aktien aus diesem einen Investment macht 1% aus und wenn wir es für die verschiedenen Investitionen durchgehen, die in der Strategie enthalten sind, haben wir hier entsprechend einen Anteil von rund 4% der Strategie, die in UK, also in Aktien mit dem Bezug Großbritannien investiert sind. Also Sie sehen schon,
die Auswirkungen auf Ihr Portfolio, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne, die hängen sehr, sehr stark davon ab, wie gut Ihr Portfolio diversifiziert ist. Wenn Sie ein Portfolio, was nur sehr gering diversifiziert ist, weil Sie da vielleicht 7 oder 8 Aktien drin haben, weil Sie gesagt haben, okay, ich habe jetzt das Thema Rohstoffe und Energietitel ein bisschen übergewichtet. Viele dieser Unternehmen werden sind britische Unternehmen, sind im dortigen Leitindex FTSE notiert. Also haben Sie vielleicht ein Übergewicht in diesem Bereich, ohne dass es Ihnen momentan wirklich, wirklich bewusst ist. Also deswegen die Botschaft ganz klar, je geringer der Diversifikationsgrad, der Grad der Risikostreuung Ihres Portfolios, desto größer ist die Abhängigkeit im Positiven wie im Negativen von solchen Entwicklungen, wie wir es momentan in Großbritannien sehen. Und wer über ein ordentlich gestreutes Portfolio verfügt, der muss auch an dieser Stelle keine Änderungen vornehmen. Weil Sie sehen es hier, gemessen am Faktor Depot, da macht der Anteil UK 4% aus. Im Faktor Portfolio, wo die Aktienquote strategisch bei 65% liegt, liegt der Anteil von UK bei 6,6%. Also sprich, ungefähr 10% des Aktienmarktportfolios sind in britischen Titeln. Und dann im nächsten Schritt muss man sich ja klar machen, dass hier die Unternehmen heute ja in vielen Fällen global unterwegs sind, dass auch Wechselkursveränderungen sich entsprechend auf die Gewinnmargen der Unternehmen auswirken. Also von daher auch an dieser Stelle wieder der Aufruf, etwas mehr konzentrieren auf das, was Sie selbst beeinflussen können, das ist Ihr eigenes Depot und der Grad der Risikostreuung und weniger auf die Analysen und Meinungen, weil Sie können mir glauben, ich habe bestimmt, ich weiß nicht, 25 oder 30 Analysen gelesen von Vermögensverwaltern, von Banken aus Europa, den USA und Asien. Mehr oder weniger am Ende des Tages, alle sagen das Gleiche, die können sie in zwei Gruppen einordnen, für die einen steht ein Weltuntergang bevor, der die Finanzkrise in den Schatten stellen könnte, die anderen sagen, meine Güte, das ist alles nicht so wild. Also sprich, der Mehrwert davon ist nicht so groß, deswegen Fokus auf das Handwerkliche an dieser Stelle und wie gesagt in den strategischen Vermögensverwaltungen, die wir sehr diversifiziert aufstellen und handwerklich sehr sauber strukturieren. Im Bereich Aktien sehen Sie ja, ohne dass wir da was ändern mussten, ist die Abhängigkeit relativ gering und wer über ein solches Portfolio verfügt, muss sich da nicht große Gedanken machen. Dann hat noch eine Frage gestellt zum Chart vorne dran. Wie sieht das mit dem Schein aus mit den 47%? Ja, das ist ein schönes Beispiel. Also sprich, das sieht im Endeffekt so aus. Sie kaufen diesen Schein. Sie kaufen den Markt momentan mit einem Abschlag von 47%. Das heißt, sofern der Aktienmarkt nicht mehr als 47% fällt, machen Sie keinen Verlust, sondern Sie erzielen dann eben noch eine Rendite von 0,8%. Also vereinfacht gesprochen könnte man sagen, wenn Sie glauben, dass der Markt nicht um 47% fällt, dann können Sie ein solches Papier kaufen und realisieren eine Rendite von 0,8% vor Transaktionskosten und Steuern. Ja, und dann, man sieht auch, gerade auch in diesem Beispiel nochmal, man kann solche Themen einsetzen, um eine offensivere Strategie umzusetzen. Man kann es einsetzen, um sehr defensive Strategien umzusetzen. Aber gerade in einer Welt, wo wir ja doch sehr, sehr starke Verzerrung in vielen Anlagemärkten haben, wo es nicht mehr ausreicht, dass sie versuchen, die Risikostreuung darüber darzustellen, dass sie ein bisschen Aktien und Anleihen mischen. Da brauchen sie Komponenten und Anlagestrategien mit doch anderen Instrumenten, um den Grad der Risikostreuung hier sinnvollerweise zu erhöhen. Also, das zur Klarstellung, Fokus aufs Handwerkliche, jetzt der Blick auf den Markt, weil zum Thema Brexit haben Sie ja ohnehin nochmal den entsprechenden Link, um sich da rund 20 Minuten nur mit dem Thema Brexit zu beschäftigen. Ansonsten Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016, wie sieht es bisher aus? Die Daten sind natürlich aktuell, also mit den Schlusskursen von gestern und Sie sehen schon die beste Anlageklasse in diesem Jahr für sich betrachtet im US-Dollar war der Goldpreis, plus von 21%, vor eine sehr, sehr lange Durststrecke, aber Gold war unterrepräsentiert in vielen Portfolios, es war unbeliebt, man hat keinen Bedarf gesehen an der sogenannten Krisenwährung und da scheint sich jetzt ein bisschen geändert zu haben, also ein Aufschlag von rund 21%. Die Goldminen haben noch viel, viel stärker reagiert, weil sie sind auch vorher stärker gefallen. Die Goldminen, ich glaube, auf 12 Monate oder vom Tief haben wir eine Verdopplung gesehen, also ein Plus von ungefähr 100%. Die nächststärkste Anlageklasse, sehen Sie es im Endeffekt auch, haben im Endeffekt die Rohstoffe mit drin, also auch etwas, was sehr stark geprügelt war. Sie können es ja auch am Ölpreis feststellen. Der Ölpreis hat sich ja vom Tief ja auch schon wieder erheblich erholt, sodass diese größten
Ängste einer Deflation momentan nicht das große Thema am Markt sind und dann nächste Anlageklasse, die im positiven Bereich ist, ja, Sie sehen es hier in diesem Lila, das sind globale Anleihen und meine Damen und Herren, wer hätte gedacht am Anfang des Jahres, als man gesagt hat, auf globaler Ebene liegt die laufende Rendite bei 1,1%, bei den Anleihen ist die Luft raus, wer kauft heute schon noch Anleihen? Ja, Sie sehen es, laufende Rendite war damals 1,1%, aber jetzt kommen noch 4,4% Kursgewinn dazu. Also immer wenn man denkt, das Ende der Fahnenstange bei den Anleihen ist erreicht, geht es entsprechend hier noch weiter. Und das ist doch wirklich eine extreme Situation. Das zeige ich Ihnen gleich nochmal am Beispiel von deutschen Staatsanleihen. Hier in Grün sehen wir die MSCI Emerging Markets, also die Schwellenländer, auch zumindest im Plus. Und dann geht es natürlich auch schon weiter mit im Minus, leichte Entwicklung, aber eine stärkere Entwicklung, vor allem auch bei Aktien Europa, da sehen Sie auch dabei den größten Abschlag, minus 10%, klar, hier haben wir die größte Verunsicherung natürlich, auch hier haben wir den größten Anstieg bei der Volatilität und dementsprechend sehen wir hier auch die größten Ausschläge. Ja, Ton ist weg, kam jetzt hier gerade von einem Teilnehmer, kann das noch jemand bestätigen oder ist bei Ihnen anderem der Ton überall in einer vernünftigen Qualität zu hören. Wäre nett, wenn jemand kurz im Chat oder Fragenfenster dazu einen Kommentar schreiben könnte. Alles okay. Ja, vielen Dank. Ist wohl immer mal so, dass mal bei einem Teilnehmer was ausfällt. Das liegt dann aber vielleicht am eigenen PC oder an der Internetverbindung und weniger jetzt an der Grundsatztechnik. Ja, vielen Dank für die mehreren Kommentare mittlerweile. Ton scheint weiterhin bestens zu sein. Also wie gesagt, das ist die Entwicklung im Kalenderjahr 2016 und da stellen Sie auch schon fest, ja, wenn Sie dieses Jahr nicht einen ordentlichen Anteil Gold im Portfolio hatten, plus Rohstoffe, also etwas, was Anfang 2016 ja kein Mensch haben wollte, genauso wie die Anleihen, sondern Sie haben eher auf den Sachwert Aktie gesetzt, dann muss man sagen, dann war das nicht besonders prickelnd. Und wenn Sie dann noch den günstigsten Sachwert gekauft haben, also die europäischen Aktien im Verhältnis zu den US-Titeln, dann haben Sie wirklich keine positive Wertentwicklung erzielt und das zeigt auch mal, dass das erste Halbjahr doch sich durchaus relativ schwierig darstellt. Historische Momente, meine Damen und Herren, Sie können irgendwann mal sagen, Sie waren dabei. Was Sie hier sehen, ist die Rendite für 10-jährige deutsche Staatsanleihen. Also wenn Sie dem deutschen Staat für 10 Jahre Kapital leihen und Sie können es feststellen, die Rendite ist implodiert. In den 90er Jahren waren wir ja da zweistellig und Sie sehen es, vor einigen Jahren waren wir zumindest mal noch bei 3%, ja, aber jetzt sind wir wirklich bei 0 angekommen. Also das ist doch wirklich eine dramatische Entwicklung und diese Entwicklung, die trifft alle zinsorientierten Anleger in einem dramatischen Ausmaß, weil wir natürlich hier keine attraktiven Zinsen mehr bekommen. Sie müssen ja noch bereinigen um Steuern, respektive auch um Inflation und auch Handelskosten. Also wirklich eine große Dramatik, die sich auf die Geschäftsmodelle von Banken und Versicherungen auswirkt. Da wird es zu Anpassungen kommen. Die Banken ja auch auf einem Allzeittief, schauen Sie mal die Kurse von Deutsche Bank, Credit Suisse und Co. Und ich glaube, die Deutsche Bank hat noch 10% der Bewertung dessen, was sie vor der Finanzkrise hatte, einen Verlust von 90%, sprich, vielleicht sind die Banken irgendwann die neuen Telekoms, also Sie erinnern sich, damals die Telekoms sehr teuer bewertet, dann ist das alles sehr implodiert und seitdem ging es bei vielen unter Schwankungen seitwärts und außer Dividende wurde kein Ertrag erzielt. Vielleicht sitzen wir in 10 Jahren zusammen und stellen fest, ja, die Banken sind die neuen Telekoms. Da ist auch eine Blase geplatzt durch die neue Regulierung, durch das Zinsniveau, durch viele andere Themen. Wenn der Zins zu niedrig ist, meine Damen und Herren, dann großes Problem, weil letztendlich diese niedrigen Zinsen führen zu Interventionen der Notenbanken. Wir sehen dementsprechend diese nicht wirtschaftlich denkenden Marktteilnehmer, die eine Knappheit von risikolosen Investitionsmöglichkeiten noch vertiefen und verstärken. Wir sehen bei Investoren, dass sie Investitionen tätigen, die nicht ihrer Risikoneigung entsprechen, also dieser Anlagenotstand. Er ist ja quasi mit den Händen greifbar. Also ich bin ja auch in einigen Anlageausschüssen von Firmen aktiv. Und wenn man sich das anschaut, das ist wirklich ein Trauerspiel, wenn Sie da die handelnden Personen sehen. Also da muss man ganz klar sagen, es ist ein massiver Anlagenotstand. Und in einem solchen Anlagenotstand werden natürlich finanzielle Fehlentscheidungen getroffen. Niemand weiß, wann der endet, aber wir haben eine offensichtliche Gleichschaltung vieler Investoren.
Im institutionellen Bereich versucht man in Infrastruktur zu investieren und in Immobilien. Im privaten Sektor ist auch, hat man ja regelrechten Immobilienboom. Jeder, der sich verschulden kann, verschuldet sich heute, um Immobilien zu kaufen. Aber klar, wenn Sie Geld zu 15, für 15 Jahre leihen und Sie zahlen Zins von 1,5% vor Steuern bei 40% Steuersatz, sind also Ihre echten Kreditkosten 0,9%. Ja. Bei 0,9% fällt es natürlich einfacher, sich zu finanzieren. Und jeder, der eine Schuldentragfähigkeit aufweist, der scheint das momentan zu nutzen, um hier sich immobilienmäßig aufzustellen. Aber auch hier muss ganz klar gesagt sein, die Immobilie heißt auch Zinshaus. Und das Zinshaus hat sich in seiner erwarteten Rendite, natürlich dem Zinsumfeld, wo die Rendite implodiert ist, angepasst. Das Zinshaus von früher ist nicht mehr das Zinshaus von heute. Grundsätzlich haben wir extreme und historisch nicht beobachtete Themen. Dementsprechend kann es auch zu Rückschlägen kommen, die wir so noch nicht kennen. Grundsätzlich für alle, die sich damit beschäftigen, Geld anzulegen, die größte Herausforderung ist aktuell die eine Risikostreuung darzustellen, weil an dieser Stelle muss man auch sagen, es geht heute nicht darum, sich am Kapitalmarkt zu engagieren, damit sie ihre Rendite jetzt groß verbessern. Das ist ein Nebenaspekt, der hoffentlich langfristig eintritt, wenn man höhere Risiken eingeht, dass die Rendite dann höher ist. Aber in vielen Fällen muss man sich einfach bewegen, damit es nicht schlechter wird. Das heißt, Sie müssen etwas tun, um Ihren Grad der Risikostreuung konstant zu halten. Wer sich nicht bewegt, akzeptiert einen geringeren Grad an Risikostreuung und das in einem Umfeld mit diesen politischen Themen, die wir auf dem Tisch haben, mit einem sehr niedrigen Zins, mit einem sehr niedrigen Inflationsniveau, meines Erachtens schon relativ mutig und das ist etwas, was man mal ehrlich mit sich selbst ausmachen muss. Habe ich darauf bereits reagiert oder habe ich wichtige Entscheidungen nicht in die Zukunft geschoben? Was der EZB aktuell sicher nicht gefällt, meine Damen und Herren, das sehen Sie hier. Sie sehen die Entwicklung von kurzlaufenden Staatsanleihen, also Papiere mit einer zweijährigen Restlaufzeit, hier jeweils auf der Hochachse abgetragene die Rendite. Klar, die Renditen sind natürlich niedrig, aber was Sie hier sehen, schauen Sie mal auf Rot und schauen Sie mal auf Blau. Da sehen Sie was? Das sind die Renditen von Staatsanleihen aus Spanien und Italien, die sogenannte Peripherie in der Eurozone. Und diese Risikoaversion, auch diese vielleicht Angst, dass wir immer mehr Diskussionen haben um die Rückkehr zu Nationalstaaten oder über die Neustrukturierung von Staatengebilden. Ne? Schauen Sie Katalonien und Spanien an. Immer wieder, wo wir solche Themen haben, die natürlich durch die Brexit-Thematik momentan verstärkt werden, sehen wir solche Aspekte. Und das ist natürlich der Notenbank ein Dorn im Auge, weil man möchte natürlich auch gerade in der Peripherie sehr, sehr niedrige Renditen haben, um die Banken zu motivieren, die Kreditvergabe anzukurbeln, um über die Kreditvergabe die wirtschaftliche Aktivität anzuschüren, über eine höhere wirtschaftliche Aktivität, natürlich hier den Arbeitsmarkt zu stimulieren, positive Effekte auf das Steueraufkommen und auf die Sozialversicherungssysteme herbeizuführen. Also das ist ganz klar ein Thema. Sie sehen schon hier kurzfristig für den Brexit, da ist die Entwicklung in der Eurozone doch sehr unterschiedlich. Risikoaufschläge für Deutschland kommen zurück, Frankreich, auch da sehen Sie, da passiert eigentlich nicht viel. Es ist dieser schicke türkisblaue Balken und ja, ganz trostlos hier unten in der Schweiz. Ja, für eine zweijährige Schweizer Staatsanleihe müssen Sie 1% pro Jahr bezahlen. Also, interessantes Thema, sollte man im Blick haben und die Europäische Notenbank hat sich auch bereits geäußert, dass man natürlich hier Gewehr bei Fuß steht, um hier das Finanzsystem im Fall eines Brexits hier zu stützen. Aber Liquiditätsversorgung ist immer das eine. Und ich glaube, wie auch bei den niedrigen Zinsen, müssen wir doch ganz klar festhalten, niedrige Zinsen allein richten es nicht. Vertrauen ist das, was benötigt wird. Zukunftsvertrauen ist ein wichtiger Aspekt. Und ich glaube nicht, dass die Geldpolitik da alleine in der Lage ist, das zu geben. Wir werden um fiskalpolitische Maßnahmen, also echte Konjunkturprogramme, nicht herumkommen. Und Sie haben es beim Beispiel Deutschland gesehen. Wir kriegen das Geld geschenkt. Ja, wenn Sie heute keine Schulden machen, wann dann? Aber gut, wir wollen nicht zu politisch werden. Wir werfen einen Blick auf die USA. Hier die Zinsstrukturkurve für US-amerikanische Staatsanleihen. Heute ja auch nochmal das Thema US-Zinsen und auch ein Protokoll zur Einschätzung der wirtschaftlichen Lage. Und was Sie hier sehen, vor allem im Zeitablauf, also diese Zinsstrukturkurve sagt Ihnen nichts anderes als die Rendite, die Sie bekommen auf der Hochachse für die Laufzeit in Jahren. Und damit Sie das mal im Zeitverlauf sehen, weil Sie das in den Medien meines Erachtens sehr selten gezeigt bekommen, vor 6 Monaten war sie noch hier. Vor 3 Monaten hier, vor einem Monat hier und die blaue, das ist die aktuellste, also mit den Schlusskursen von gestern und dann sehen Sie schon,
dass die Zinsstrukturkurve insgesamt nach unten gekommen ist. Und das natürlich auch ein Thema und sagt, wird Amerika wirklich die Zinsen erhöhen? Und die Wahrscheinlichkeit, die sie aus Umfragen ableiten, die sagt ganz klar, zu 99% kommt es zu keinem Zinsschritt. Wahrscheinlich wird man auch wieder auf die internationale Komponente verweisen. Man wird darauf verweisen, dass man jetzt nicht gegen den Strom schwimmen möchte mit der ganzen Verunsicherung um die Europäische Union durch die Brexit-Entscheidung. Also nichtsdestotrotz, man sieht, die Zinsstrukturkurven in den USA sind attraktiver als in Europa. Deswegen nehmen die auch die amerikanischen Unternehmen momentan durchaus mal Kredite im Euro auf. Das macht ja Sinn. Da können sie sich günstiger verschulden. Schauen wir noch kurz auf die Inflation, die aus den am Markt gehandelten Inflationsswaps, das sind Tauschgeschäfte, abgeleiteten Inflationserwartungen. Sie sehen es mal hier für 2- und 5-jährige Laufzeit. Oben die Kurven zeigen Ihnen den Verlauf. Und hier unten, da möchte ich mal Ihr Augenmerk drauf lenken. Da sehen Sie den letzten Monat, also etwas, was in der langfristigen Betrachtung immer ein bisschen untergeht. Und da sehen Sie im Endeffekt, okay, hier rot ist die Inflationserwartung für Großbritannien. Und Sie sehen, die steigt an, während es in den USA ja, sich quasi nicht verändert hat und in der Eurozone sogar nach unten geht. Stellen Sie fest, Moment mal, Großbritannien geht nach oben. Nun ja, das britische Pfund hat ja bereits, ich glaube, 10% abgewertet. Es würde ein weiteres Abwertungspotenzial bestehen von, manche schätzen 10, andere schätzen noch 20% im Fall eines Brexit. Und dann wird das britische Pfund im Außenwert weniger wert. Wenn man importiert, muss man also mehr bezahlen. Also könnte man sich hier eine importierte Preissteigerung ins Land holen. Also das ist ein kleines Thema an der dieser Stelle, also meines Erachtens auch mal eine interessante Entwicklung und die würde auch positiv gesehen dazu führen, dass wir auch bei den Inflationserwartungen mal wieder eine Abkopplung haben, also dass sich die unterschiedlichen Wirtschafts- und Währungsräume auch mal wieder unterschiedlich verhalten und nicht immer alle parallel in die gleiche Richtung gehen. Kommen wir zur Konjunktur und Wirtschaft. Eine Dynamik sieht sicher anders aus. Sie sehen hier dargestellt die OECD-Frühindikatoren für verschiedene Regionen, respektive Länder. Und ja, ohne diesen Chart jetzt übermäßig zu interpretieren, aber wir sehen schon, dass wir natürlich nach dem massiven Einbruch im Rahmen der Hypotheken-, Finanz- und der fortfolgenden Staatsschuldenkrise irgendwie so ein bisschen seitwärts gehen. Mal ist die eine Region ein bisschen besser, mal die andere ein bisschen schlechter, aber am Ende des Tages eine wirkliche Dynamik sieht anders aus. Und wenn man doch manchmal anschaut, welche Intervention wir hatten, welche Stimulierung wir über diesen extrem niedrigen Zins hatten, wo sie Unternehmen quasi Geld schenken, dann muss man sagen, die niedrigen Zinsen scheinen wohl nicht auszureichen, um hier wirklich zu einer wirtschaftlichen Dynamik zu kommen, die auch in der Breite ankommt. Das Ganze wird auch aktuell noch bestätigt durch einen Vergleich, wo man sich anschaut, welche Wirtschaftsdaten werden erwartet und wie sind die Erwartungen im Abgleich mit der Realität. Und auch da sehen Sie hier die Nulllinie und das auch wieder für verschiedene Räume. Und dann sehen Sie gerade bei China, da kamen doch einige Daten bedeutend schlechter rein, als man das erwartet hat. Der Rest, sei es die USA, seien es die Schwellenländer oder die Eurozone, die dümpeln auch in einem Niveau, was jetzt nicht von großer Euphorie geprägt ist, aber das große Thema meines Erachtens auch hier vor allem China, Sie sehen es ja auch hier in diesem orangenen Balken, das ist doch ein Thema, was mir momentan etwas zu sehr in den Hintergrund rückt. Also wenn wir auf China schauen, reden wir auch mal über Schulden, weil wenn sonst nicht wächst, dann wachsen zumindest die Schulden. Also hier ein Chart von den Kollegen von der Deutschen Bank, ja, und die sagen, hey, die chinesische Schuldenblase, die ist viel größer als die US-Subprime-Schuldenblase, weil man hat auch im Rahmen der Finanzkrise, im Rahmen dieses weltweit einbrechenden Konjunkturszenarios massiv investiert, massive fiskalpolitische Programme. Da hat man auch viele unproduktive Schulden aufgenommen und am Ende des Tages führen diese unproduktive Schulden natürlich heute dazu, dass sie im System lasten, dass eigentlich kein richtiger Ertrag reinkommt, um diese Schulden zu bedienen. Und die große Hoffnung, die man ja hatte, war, dass man über den Aktienmarkt letztendlich Schulden der Unternehmen in Form von Anleihen über die Ausgabe von Aktien so neu strukturiert, dass sich die Bilanz und die Verschuldungskennzahlen der Unternehmen hier verbessern. Und durch die Querelen am chinesischen Aktienmarkt, durch diese massiven Auf- und Abs, durch das teilweise Aussetzen des Handels und
dem Thema, dass dann viele Ausländer die Rechtssicherheit in Frage gestellt haben, ist diese Hoffnung natürlich für die nächsten Jahre meines Erachtens erstmal hin. Und dann braucht man andere Wege, um die Schulden zu transferieren. Und ja, der nächste Konjunkturabschwung ist uns wahrscheinlich doch auch wieder näher, als der letzte weg ist. Also ich meine, nochmal 7 Jahre ohne Abschwung kann ich mir schwer vorstellen. Und vor diesem Hintergrund, das wird noch ein großes Thema werden, wie man hier die Schulden in China neu strukturiert, ohne die Wirtschaft gleichzeitig abzuwürgen. Und wahrscheinlich wird man wieder fiskalpolitisch intervenieren. Das baut neue Überkapazitäten und diese Überkapazitäten bringen ein Produktionspotenzial, was auf der Welt gar nicht nachgefragt ist, weil wir ohnehin schon mehr produzieren können, als wir nachfragen. Also von daher, das sorgt eigentlich ein bisschen für einen globalen Deflationsdruck aufgrund dessen, dass wir in China hier entsprechende Überkapazitäten haben. Ansonsten für die USA, was ja sehr prominent auch durch die Medien ging, waren die sehr, sehr schwachen Daten vom Arbeitsmarkt. Auch wir haben ja in der Ypos Markets das sehr ausführlich kommentiert, deswegen will ich nicht in Gänze drauf eingehen. Ja, die Daten vom Arbeitsmarkt waren sehr schlecht. Auf der anderen Seite ist die Vergütung auf Stundenbasis recht attraktiv. Man kann sogar davon ausgehen, dass wir vielleicht ein bisschen Inflationsdruck über die Lohnpreisspirale in den USA sehen könnten. Und wenn man sich hier mal einen zusammengefassten Indikator der, naja, des Ablegers der US-Notenbank betrachtet, der Atlanta Fed, der GDP Now Forecast, dann sehen Sie hier, okay, fürs zweite Quartal gehen die von einem Wert von jenseits der 2,5 aus. Also für die USA muss man sagen, das Gesamtbild scheint noch in Ordnung zu sein, wobei wir natürlich alle wissen, dass die Arbeitsmarktdaten, die sind natürlich auch geschönt, aber das sind sie schon immer und das sind sie auch in anderen Regionen. Und eigentlich hätte die amerikanische Notenbank die Zinsen schon erhöhen müssen. Aber vielleicht hat man diesen Punkt verpasst, weil man immer wieder auf die internationale Komponente und auf Risikofaktoren in China und in der Welt hingewiesen hat. Und das kennen Sie selbst, ja, wenn Sie gar kein Risiko eingehen wollen, dann dürfen Sie eigentlich nicht mehr Ihre Wohnung verlassen, weil der Weg zur Arbeit ist ja schon gefährlich. Und ich glaube, so ein bisschen hatte die Notenbank da Angst vor der eigenen Courage und vielleicht hat man jetzt diesen Moment verpasst und auch diesmal wird es keinen Zinsschritt geben, weil jetzt wird man auf die Probleme in der EU und die Unsicherheiten verweisen und die will man nicht noch zusätzlich befeuern, dadurch, dass man hier die Zinsen anhebt und den Kapitalmarkt in Verwirrung bringt. Am Ende des Tages wird sie Fiskalpolitik richten müssen. Ein weiteres Beispiel sehen Sie hier, die Kreditvergabe von Banken an den privaten Sektor. Man vergisst das ja heutzutage oft, aber der private Sektor ist ja doch der Sektor, der am Ende des Tages für die Produktivität und auch für das Steuer- und Sozialversicherungsaufkommen natürlich relevant ist. Und eine wichtige Kennzahl ist hier die Kreditvergabe. Und wenn Sie das mal anschauen, hier Griechenland, okay, minus 2,3%, aber auch die Eurozone, ja, wir kommen nicht so richtig aus dem Saft. Wir sind da immer noch bei einer Veränderungsrate von null. Ja, es war schon schlechter, die war auch schon negativ, aber dafür, dass die Zinsen so niedrig sind, ist das natürlich sehr, sehr schwach und das heißt wiederum, wir brauchen fiskalpolitische Maßnahmen, um die wirtschaftliche Aktivität anzuschieben, ob die über Schulden finanziert werden oder wie auch immer. Am Ende des Tages wird man zu der Erkenntnis kommen und ich kann mir gut vorstellen, dass wir perspektivisch, ich kann Ihnen keinen Zeitraum nennen, aber dass wir perspektivisch wieder steigende Zinsen sehen, damit die kapitalgedeckte Altersvorsorge nicht komplett gegen die Wand fährt und wir gleichzeitig fiskalpolitische Maßnahmen sehen, um die Wirtschaft in Schwung zu bringen. Weil Sie können die Wirtschaft immer auf zwei Arten stimulieren. Einerseits über die Fiskal, andererseits über die Geldpolitik. Die Geldpolitik scheint ihr Pulver offensichtlich verschossen zu haben. Also die Fiskalpolitik ist das Thema, die es richten muss. Und ich glaube, das wird ein Thema sein, was eine große Relevanz haben wird auch für die Kapitalmärkte auf Sicht der nächsten Jahre, weil man sich fragt, wo geht das Geld hin, welche Sektoren werden profitieren, welche Sektoren werden weniger profitieren, welche Vermögensklassen sind dann eher positiv betroffen, welche sind negativ betroffen. Also das wird ein ganz, ganz großes Thema werden, Stichwort Fiskalpolitik. Dann noch eine Frage, wie komme ich an den angesprochenen Link für den Brexit? Kann man den Link vielleicht später nochmal via E-Mail zuschicken? Ja, das können wir natürlich gerne machen. Ansonsten sollten Sie den Link in Ihrem Control-Fenster, in diesem Chat-Fenster, da sind zwei Links, einer von 17.56 Uhr. Das ist ein Grundsatzbeitrag zum Thema, warum Sie sich heute, obwohl der ganzen genannten Risiken, am Kapitalmarkt engagieren sollten. Und das andere ist dann der Link um 17.57 Uhr, führt auf die Webseite von der Ypos Finanzplanung, da kommen Sie direkt auf den Video-Link. Dann nochmal eine Frage, wie waren die Werte bei der Verschuldung in China? 500 Billionen,
Also 500 Billionen Dollar sind es mit Sicherheit nicht. Ich kann sie nicht auswendig sagen, aber 15 Billionen sind es nicht. Auf jeden Fall sind sie natürlich sehr hoch. Der Unterschied ist natürlich, dass es eher natürlich eine Planwirtschaft ist in China und man wird vielleicht andere Mittel und Wege finden, mit den Schulden umzugehen. Das ändert aber nichts an den Gesetzmäßigkeiten der Ökonomie, dass eben sehr hohe Schulden schlecht für zukünftiges Wachstum sind. Also wie gesagt, ein Bild für die globale Wirtschaft, was weder besonders positiv noch besonders negativ ist, wenn wir das Umfeld betrachten. Aber eins sollte auch offensichtlich sein, wir haben jetzt keine Wirtschaftswunderzeiten vor uns und am Ende des Tages wird sich irgendwann mal die Lücke zwischen einem aufgeblähten Finanzsystem und einem aufgeblähten Schulden- und Vermögenssystem und der realen Wirtschaft wieder etwas schließen müssen. Und die Frage ist halt, wie wird das sein? Über eine Restrukturierung von Schulden, über eine Entwertung durch eine Inflation, die man aber nicht künstlich erzeugen kann. Wir werden es sehen, aber sich mit den Finanzen zu beschäftigen, mit Sicherheit ein wichtiger Punkt. Was ich Ihnen an dieser Stelle grundsätzlich nochmal verdeutlichen möchte, ist, dass Sie immer investiert sind. Sie können nicht investiert sein. Wenn Sie heute Geld bei der Bank haben, dann nimmt die Bank dieses Geld und parkt einen Teil als Überschussreserve bei der Europäischen Zentralbank, aber der andere Teil wird an Krediten in die Wirtschaft vergeben. Entweder direkt in Form von Unternehmenskrediten oder direkt in Form von Krediten an private Haushalte für Immobilienfinanzierung oder Konsumentenkredite. Aber es werden natürlich auch Anleihen am Kapitalmarkt gekauft, tendenziell am europäischen Euro Anleihemarkt. Sie sind also auch mit einem normalen Konto immer im europäischen Anleihemarkt investiert. Da können Sie gar nicht raus. Gleiches gilt, wenn Sie eine Lebensversicherung haben. Wenn Sie eine Lebensversicherung haben, sind Sie zu großen Teilen im Euro-Anleihemarkt investiert. Nicht Sie direkt, aber mittelbar sind Sie dort investiert. Und von daher muss man ganz klar sagen, Sie können sich der Investition am Kapitalmarkt gar nicht verschließen. Das Einzige wäre Bargeldhaltung. Aber auch die wird uns ja aktuell mies gemacht und auch da muss man diskutieren, wie zeitgemäß kann das noch sein. Aber letztendlich denken Sie immer, Sie sind immer investiert. Und Sie selbst sind dafür verantwortlich, wie der Grad der Risikostreuung in Ihrer Vermögensstruktur letztendlich aussieht. Ich habe Ihnen das auch nochmal exemplarisch mit einem simplen Schaubild deutlich gemacht. Denn was Sie hier sehen auf der Hochachse ist der gefühlte Kontrollverlust und der Grad der Risikostreuung auf der Hochachse. Also was heißt das? Das heißt doch typischerweise, am Ende des Tages habe ich nur eine einzelne Anlage, vielleicht eine Immobilie, die ich zur Kapitalanlage tätige. Dann habe ich keinen Kontrollverlust, weil ich kenne die Immobilie, ich weiß, wo sie steht, ich kenne die Mieter, ich fühle mich ganz toll. Wir sind uns aber einig, dass der Grad der Risikostreuung mit einem einzelnen Objekt natürlich sehr, sehr niedrig ist. Wenn Sie dann sagen, Sie haben eine Aktie oder drei oder fünf Aktien, dann wird der Grad der Risikostreuung, der wird schon ein bisschen höher, aber Sie merken schon, oh, naja gut, ich kann nicht alle Aktien so gut kennen, wie wenn ich nur eine Aktie besitze. Und was wir insgesamt feststellen, je höher der Grad der Risikostreuung ist, also das, was sachlich Sinn macht in der heutigen geopolitischen und finanziellen Situation, desto höher wird der gefühlte Kontrollverlust. Und das ist, glaube ich, bei vielen Anlegern ein großes Problem, dass man zwar weiß, man muss etwas tun, um nicht um die Rendite zu optimieren, sondern das Risiko besser zu streuen, dass aber dieser gefühlte Kontrollverlust dazu führt, dass man eben doch nicht diesen Schritt schafft, mal in Bewegung zu kommen. Und deswegen nehmen Sie hier bitte mit, wer sich nicht bewegt, der trägt mehr Risiko. Es ist ein Umdenken im Verhältnis zu früheren Jahren. Mit Ihrem finanziellen Gedächtnis, was Sie die letzten 30 Jahre aufgebaut haben oder Erfahrungen von Ihren Eltern, das können Sie in die Tonne treten. Damit können Sie heute überhaupt nichts mehr anfangen. Die Welt hat sich komplett geändert. Wir reden über negative Zinsen. Wir reden systemische Risiken im Finanzsystem. Von daher, der Grad der Risikostreuung, den sollte man erhöhen, weil der hat sich in den letzten Jahren, wenn Sie nichts getan haben, verschlechtert. Und das ist ein wesentlicher Aspekt und deswegen verwenden wir auch sehr, sehr viel Zeit darauf, dass Sie verstehen, wie Ihre Vermögensstruktur aufgebaut ist, dass die finanzielle Risikobereitschaft ein wichtiger Aspekt ist, den Sie berücksichtigen müssen, um durch diese sehr schwankenden Tage zu kommen und vor allem auch durch diese Schwankungen zu kommen, mit diesem ständigen Medienecho, was ja auf uns alle hier reinprasselt, wo man ja ständig das Gefühl bekommt, man muss jetzt was tun, man muss jetzt was tun. Wir hätten doch einige, das ist interessant, wir hatten einen Kunden, der gefragt hat, ob er Aktien verkaufen sollte, aber wir hatten, ich weiß nicht, 15 oder 20 Anfragen von Leuten, die irgendwann mal in Online-Konferenzen waren oder Artikel gelesen haben, mit denen wir nie zu tun hatten, die jetzt gesagt haben, soll ich jetzt Aktien verkaufen? Das ist die vollkommen falsche Frage.
ob sie jetzt in diesem Moment Aktien verkaufen sollen. Sie sollen sich auf das fokussieren, was sie selbst konzentrieren können. Weil auf der einen Seite haben wir einen Anlagenotstand, der eigentlich sagt, okay, du musst investieren. Auf der anderen Seite haben wir diese auch genannten Risiken. Wir haben die schwachen wirtschaftlichen Impulse, die mir sagen, nee, besser nicht investieren. Aber in Kombination mit den politischen und systemimmanenten Problemen, sowohl in der Eurozone, in der Europäischen Union, als auch im Banken- und Versicherungssystem, kommen wir doch zu der Konsequenz, ich werde mich irgendwo bewegen müssen. Und damit ich das in der nächsten Zeit durchhalte, muss ich verstehen, warum ich überhaupt Geld anlege. Das Warum der Geldanlage wird elementar werden. Hier nur ein Beispiel dazu, wie eine mittelfristige Anlage aussehen kann. Das ist ein Beispiel von einem Kunden, der, ich weiß nicht, 10 Jahre lang das Geld auf dem Tagesgeldkonto hatte und wo es darum ging, kann ich meine Liquidität anders anlegen. Und was ich Ihnen hier einfach nur mal zeigen möchte, ist, dass selbst die simple Strukturierung von liquiden Anlagen über verschiedene Schuldner, über verschiedene Währungen, über verschiedene Regionen, über ein unterschiedliches Verhalten bei steigender oder fallender Inflation stattfinden muss, damit Sie eine vernünftige Risikostreuung erzielen können. Und da reden wir nicht über, wir machen hier jetzt Aktien oder wir reden hier nur über, ich strukturiere meine Anlagenkomponente, meine Liquiditätskomponente, die strukturiere ich heute breiter. Sie sehen schon, der Aufwand steigt doch an dieser Stelle erheblich. Ja, meine Damen und Herren, wir sind am Ende von der Frageseite haben wir hier noch, genau. Sie bekommen natürlich im Nachgang wie immer eine E-Mail mit Online-Konserve zu diesem Webinar. Und auch nochmal der Link zu dem heute Mittag stattgefundenen Brexit-Webinar werden Sie natürlich ebenfalls enthalten. Weiterhin der Termin zur Anmeldung für den nächsten Kapitalmarktdialog wird dort auch enthalten sein. Und wir werden eine Woche nach der Brexit-Abstimmung, ich glaube, das ist dann so um den 30. Juni, werden wir wiederum ein Lunch-Update haben, also 12 bis 12.15 Uhr, 12.20 Uhr, wo wir uns mit den Marktreaktionen auf die Brexit-Entscheidung beschäftigen. Also wirklich dann sehr, sehr aktuell uns anschauen, was wurde entschieden, wie sind die Folgen, wie ist der Kapitalmarkt aufgenommen, was muss man jetzt tun, welche Themen könnte man sich anschauen, gibt es vielleicht auch Chancen, die sich entwickeln. Ja, zum Beispiel vielleicht bei einem Brexit, so exportorientierte britische Unternehmen mit Währungssicherung. Die Story, die in Japan schon mal gut funktioniert hat, könnte auch in Großbritannien funktionieren. Vielleicht das Thema inflationsgebundene Anleihen, weil wenn die Inflation in UK steigt, sind inflationsgebundene Anleihen vielleicht nicht ganz so doof. Also es wird, egal wie die Entscheidung, also es wird auf der taktischen Seite durchaus ein paar Möglichkeiten geben. Und um das hier zeitnah zu kommunizieren, ich glaube 30.06. wird das Datum sein. Ansonsten öffnet sich natürlich auch noch hier im Nachgang der Feedbackbogen, wo Sie auch nochmal natürlich Ihre Meinung kundtun können und auch nochmal die Möglichkeit haben, zum Beispiel Informationen zu den diversifizierten Portfolios, die ich vorhin mal kurz skizziert habe, zum Thema Risiko Großbritannien auch nochmal anzufordern, damit Sie mal sehen, wie sehen wir ein global diversifiziertes Portfolio über Aktien, über Anleihen, wo wir sagen, okay, selbst wenn es zu solchen Events kommt, dass Sie einen Tsunami in Japan haben oder ein Brexit in der Europäischen Union, dass die Abhängigkeit von einzelnen Regionen und Branchen nie so groß sein wird, dass das Gesamtgebilde davon eine extrem hohe Abhängigkeit haben wird. Ihr MAS diversifiziert doch sehr gut, wenn ich mir so das Portfolio und deren Entwicklung anschaue. Also MAS, vielleicht zu dem Hintergrund, hatte ich heute nicht mit dabei. MAS steht für Multi-Aktiv-Strategie. Das ist eine Strategie, die als strategische Vermögensverwaltung, also als Strategie, die auf Ihrem Namen und auf Ihren Namen ein Konto und Depot führt, bei der eine Anlagestrategie umgesetzt wird, die sich rein darauf fokussiert, Anlagestile umzusetzen, die für sich genommen wieder sehr unterschiedliche Strategien verfolgen, denen aber allen gemein ist, dass sie nicht einfach darauf setzen, dass der Aktienmarkt steigt oder dass Anleihen teurer werden, sondern die darauf setzen, dass man relative Preisunterschiede nutzt, also dass man zum Beispiel sagt, man glaubt, dass das britische Pfund sich schlechter entwickelt als der Dollar. Gleichzeitig setzt man darauf, dass britische exportorientierte Titel sich besser entwickeln als US-amerikanische exportorientierte Titel. Indem man zum Beispiel darin kombiniert, dass man sagt, puh, aufgrund des nachlassenden Rohstoffbooms ist das Wachstumspotenzial für Australien ein bisschen geringer. Die australische Notenbank wird die Zinsen eher senken oder niedrig halten. Also hier geht es darum, verschiedenste, unterschiedliche Strategien zu mischen.
Und da wir wissen, dass sie bei solchen alternativen Investment ansetzen, wo sie nicht das Marktrisiko tragen, sondern sie tragen ein gewisses Managerrisiko und ein gewisses Strategieansatzrisiko. Hier ist es eben wichtig, zwischen 8 und 15 verschiedene Ansätze zu kombinieren, und zwar so zu kombinieren, dass sie wirklich wiederum ein sinnvolles Gesamtportfolio haben. Also genauso wie sie bei Aktien auch unterschiedliche Regionen, Branchen und Bewertungssystematiken verknüpfen sollten, geht es auch im alternativen Bereich darum, unterschiedlichste Strategien zu managen. Und wir haben das ja schon immer angeboten in großen Depots und haben das dann jetzt auch runtergebrochen, ich glaube, auf 25.000 Euro Stückelung, um wirklich da auch einen breiten Zugang zu so einer professionellen Strategie geben zu können. Und das Portfolio ist wirklich extrem breite, diversifiziert an dieser Stelle. Wir haben das aufgelegt zum 1.3. live und sind jetzt dabei, die ersten Gelder dort entsprechend hier zu investieren. Auch dazu können Sie eben relativ einfache Informationen anfordern. Schreiben Sie einfach Stichworte MAS in den Feedbackbogen mit rein oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir haben das auf der Webseite auch nochmal entsprechend alles zum Nachlesen. Aber einer der Kollegen nimmt sich auch gerne die Zeit, mit Ihnen das mal in einer individuellen Online-Konferenz mal durchzugehen, um das hier entsprechend zu besprechen. Weil eins ist klar, wir leben in einer Welt, in der die Zinsen niedrig sind. Das heißt, die Ertragserwartungen für zinsorientierte Produkte, seien es Anleihen oder seien es deren Verpackungen wie Versicherungen und Versorgungswerke, die ist natürlich sehr niedrig. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass teilweise gerade die solideren Aktienmärkte wie der S&P 500 in den USA, die sind bezogen auf die historische Relation von heutigen Kaufpreis für die Aktien zu erwarteten Gewinnen auch im historischen Kontext eher hoch. Und das große Risiko, was wir ja schon häufiger angesprochen haben, ist, dass wir vielleicht die Situation haben könnten, dass die Vermögensklassen, die alle gemeinsam gestiegen sind, wie auch die Immobilien mitgestiegen sind, dann auch wieder entsprechend nach unten sich bewegen könnten. Also sprich, dass wir sehen, dass sie haben zwar Aktien, Anleihen, Immobilien und Edelmetalle, sie fühlen sich sehr gut diversifiziert, aber am Ende des Tages haben sie überall ein Zinsrisiko drin, weil ein Anstieg des Nominalzinses, der würde ja dazu führen, beispielsweise Zins steigt 2% und da der Nominalzins in alle Vermögenspreise eindiskontiert wird, wird der Auswirkung auf alle Vermögensklassen haben. Deswegen halten wir es für sinnvoll, in diesem Umfeld auch Strategien zu haben, die nicht auf steigende Vermögenspreise setzen, sondern die auch in einem seitwärts respektive fallenden Marktsegment sich stabiler halten können, um eben auch dann wiederum, wenn die Preise am Kapitalmarkt günstiger sind, dann wieder in eine marktpreisabhängige Vermögensstrategien wie die Faktorstrategien zu switchen. Das, wie gesagt, hier der Hintergrund. Ja, genau. Kommen diesbezüglich, ja, genau. MAS, kommen Sie einfach gerne auf uns zu, auf die Kollegen. Das grundsätzlich, der ein oder andere, so habe ich ja mittlerweile erfahren, tut sich ein bisschen schwer, sich bei den neuen Medien mit Fragen zu äußern oder deswegen, wie gesagt, Sie sehen hier die Telefonnummer, rufen Sie einfach mal morgen mal durch, sprechen mit mir, sprechen mit den Kollegen. Grundsätzlich, auch das ist ja klar, Sie kennen das von uns, das grundsätzliche Erstgespräch ist für Sie natürlich immer kostenfrei und unverbindlich. Wir betreuen ja deutschlandweit Kunden, auch über persönliche Online-Konferenzen kann man viel lesen. Hören Sie sich mal an, denken Sie an das Thema finanzielle Risikobereitschaft, was ich Ihnen eingangs angeboten hatte, dass Sie den Fragebogen auch mit drin sind. Und das ist eigentlich meines Erachtens wirklich die Message, die ich Ihnen nochmal mitbringen möchte. Ja, wer sich nicht bewegt, der trägt mehr Risiko. Früher hat man investiert, um mehr Rendite zu bekommen. Vereinfacht gesprochen, man war gierig. Sie verzeihen mir diesen platten Kommentar. Heute ist es so, Sie müssen investieren, damit Ihr Risiko nicht steigt. Man muss heute sehr, sehr viel tun, um auf ein Risiko zurückzukommen, was dem vor, sagen wir mal, 10 Jahren entspricht. Das soll die Message sein. Ja, meine Damen und Herren, wir haben 7 Uhr an dieser Stelle. Wenn Sie keine Fragen mehr haben, dann würde ich die Online-Konferenz auch an dieser Stelle beenden. Wie gesagt, Sie können jederzeit mit Fragen entsprechend hier noch auf uns zukommen oder auch auf den Ansprechpartner, auf den Kooperationspartner, den Finanzdienstleister, der Sie zur heutigen Online-Konferenz eingeladen hat. Und dann von daher darf ich uns allen morgen einen tollen Fußballabend wünschen. Hoffen wir mal, dass Yogis, Jungs das ordentlich machen, dass wir da entsprechend die 3 Punkte einfahren. Und ja, hoffe, Sie wohnen nicht in einem Hochwassergebiet. Und das ist vielleicht nochmal eine, in Anführungsstrichen, schöne Anekdote zum Schluss.
Risikomanagement im Bereich der Geldanlage ist genauso wie Risikomanagement im Bereich Versicherung. Wenn Sie der Meinung waren, dass Sie keine Elementarschadenversicherung brauchen, dann ist es sehr schwierig, eine zu bekommen, nachdem das Wasser bei Ihnen im Keller steht. Und auch eine Feuerversicherung brauchen Sie nicht mehr abschließen, wenn das Haus schon brennt, weil wenn Sie dann noch eine kaufen können, dann ist sie extrem teuer und wirtschaftlich sinnlos. Und Sie haben leider keine Zeitmaschine, um zurückzufahren und dann etwas zu ändern. Das sind einfach digitale Themen. Wenn es kracht, dann kracht's. Und dann ist die Frage, wie war der Grad Ihrer Risikostreuung im Moment, wo es gekracht hat? Und bringen Sie die emotionale Stärke mit, eine sinnvolle Strategie dann durchzuhalten, um an der späteren Erholung zu partizipieren. Und wenn Sie das Handwerkliche heute nicht machen, dann haben Sie eben den Schaden, wenn es zu einem solchen Ereignis kommen sollte. Das soll es aber auch gewesen sein. Wir werden sicher Europameister. Vielen Dank für das Kompliment an dieser Stelle. Ich darf mich nochmal abschließend bedanken. Wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.